Haha, das gibt's doch gar nicht. Wir sind schon wieder bei Let's Play Galacticraft mit dem Ingenieurs-LP. Also quasi mit mir. Und ich habe ganz da oben die Kohle vergessen. Die müssen wir noch abbauen. Hier könnte man eben. Solltet. Also. Ich weiß nicht, warum ihr das nicht tut, aber ihr schreibt nie in die Kommentare. Ich habe euch ganz doll drum gebeten, dass ihr in die Kommentare schreiben sollt. Ich kann bis jetzt noch nicht viele berücksichtigen, weil ich gerade am Stück aufnehme. Und da ist es gerade schwierig. Und wir haben Eisen gefunden. Das ist doch perfekt. 1, 2, 3, 4 mindestens. 5. 6 Eisen. Haben wir bis jetzt, ja genau, 10 Eisen haben wir jetzt. Das ist wunderbar. Habe ich meine Grafik auf hell? Okay. Das ist sehr gut. Hätte ich jetzt nur eine Fackel, wäre es mir schon. Ja, hätte ich jetzt zwei Fackeln, hätte mir das schon ausgereicht. Könnte mir quasi welche machen, aber im Moment brauche ich noch keine, also kann ich noch ein bisschen sparen. Ich hoffe, ich bin jetzt gerade mit dem Mikrofon noch dran. Ich bin gut zu hören. Höhe 51. Wir müssen bis auf Höhe 10 oder 9, weil da ist die Chance groß, Diamanten zu finden. Wir brauchen richtig viele Diamanten. Wir brauchen richtig viele Diamanten. Weil es gibt eine Maschine, die läuft nur, die läuft mit Diamanten. Du kannst die aber ohne Diamanten nicht antreiben lassen. Ich glaube, wir haben das neue Erz gefunden, ein neues Erz. Ich glaube, das ist Zinn. Man kann es nicht mit Stein abbauen. Kacke, Kacke, Kacke. Gucken, ob es wie viel es ist. Dann behalte ich mal meine Steinspitzhacke für den ganzen Kram wie wie heißt es? Das Vorkommen ist aber groß. Für hier abbauen und ganzen Erze, die man nur mit Stein die man auch mit Stein abbauen kann. Eine Kohle kommt rein. Können wir schon mal weiter graben. Es lohnt sich. Höhe 40, lass es jetzt einmal mal an. Scheiß drauf. So. Also ich habe euch gesagt, es wird weniger laggen. Ich hoffe, es ist so, weil mit. Vielleicht schafft man das mit 35 FPS auch. Bin ich mir nicht immer ganz so sicher. Wir haben es jetzt schon von 19 FPS bis auf 28 geschafft, ohne Optifine. Das heißt, wir haben Optifine weggelassen. Das heißt, mit Optifine bin ich sogar bei Aufnehmen bis auf 50 FPS gekommen. Leider kann ich jetzt die. Ich habe es jetzt noch nicht probiert. Ich glaube, ich werde es auch nicht schaffen, Optifine mit den Mods zu. Zu kleben, also zu verbinden. Wo ist denn meine Werkbank? Werkbank steht hier. So, Eisenspitzhacke. Aluminium-Erz, Alter. Das ist im Moment für unsere, gerade um unsere Situation, ist dieses Erz mega wichtig. Das ist mega wichtig. Damit müsst ihr die ganzen Kabel herstellen. Boah. Vielleicht werde ich es auch so machen, ich werde Diamanten und sowas Eisen so parallel farmen, dass ich das nicht aufnehme. Aber sonst, na, das mache ich nicht gern. Das mache ich nicht.
Und so wisst ihr nicht, ob ich es gecheatet habe oder nicht. Und ich finde, das zu cheaten, finde ich so eine Sache, die mir so auf den Keks geht. Warum sollte man cheaten? Es ist doch ein Spiel. Es geht ja nicht darum, es geht ja darum, Spaß zu haben. Also ich verstehe nicht, warum die meisten Leute cheaten. Da ist ja der Spaß weg. Und das ist ja auch nicht der Sinn dabei, sich alles zu cheaten und dann hat man volle Diamantenrüstung und man ist im Weltraum und ist im Weltraum. Das ist eigentlich im Weltraum zu sein, ist eigentlich nicht das richtig Besondere, sondern den Weg dahin. Das ist das eigentlich das richtig Besondere bei dieser Mod. Also ich habe das hier schon mal durchgespielt. Ich bin aber jetzt nicht der richtige Profi. Ich kenne ein paar Rezepte schon. Aber ich weiß schon so ein bisschen, wie es geht. Ich erkläre es aber noch mal so nebenbei. So. Müssen wir jetzt mal schauen. Wir sind Höhe 11, Höhe 10. Dann graben wir jetzt mal auf dieser Höhe hier weiter. Und schauen mal, ob wir auf Diamanten treffen. Boah, wir haben so viel geile FPS. Wir haben jetzt vor allen Dingen unten, unter Tage, mal sehr viele FPS, weil der sehr wenig laden muss. Also der lädt schon sowieso sehr wenig. Ist gering. Warte mal, kann man gering noch kleiner kriegen? Winzig. Weil das im Moment brauchen wir das nicht. Oh, da bist Lazuli. Das brauchen wir auch für diese Maschine, die wir jetzt demnächst bauen werden. Also übernächstes Mal. Weil solange wir den Maschinenraum noch nicht fertig haben, will ich noch keine Maschinen bauen, die uns eh noch nichts bringen. Weil wir dafür die Materialien nicht haben. Also wir haben sie schon, aber in den. Nicht in den Masse, die wir sie benötigen. Das ist Zinn! Genau, man kann es auch mit. Genau, Aluminium war das Erz, was man nicht mit Stein abbauen konnte. Wir brauchen noch ein ganz wichtiges Erz jetzt. Nicht nur. Ach, wieder Aluminium. Nicht nur. Es gibt ja 4 neue Erze: Zinn, Kupfer, Silikon und Aluminium. Und Silikon brauchen wir noch. Das heißt, die Erze, die wir jetzt sammeln, also ein Erz brauchen wir nur einmal, nämlich für eine Maschine. Das ist Silikon. Nehmt den für den Schaltkreis Fabricator. Das ist die Maschine, die wir als übernächstes bauen werden. Das ist die erste Maschine, die wir bauen werden, aber wir stellen davor noch ein Kraftwerk auf. Nämlich ein Kohlekraftwerk als einziger Block. Das heißt, so ein. Es ist ein Ofen, der. Also es ist ein Generator. Ich kann es euch mal zeigen. Das ist das nächste, was wir bauen werden. Das ist der Kohlegenerator. Und ich würde gerne den hier auch nochmal craften. Ich weiß gar nicht wie. Ich weiß gar nicht, wie man den craften kann. Ich muss mich mal erkundigen, wie das geht mit den ganzen Rezepten, wie man es bei Too Many Items nachgucken kann. Meine Schaufel ist kaputt gegangen. Oder? Wir sind auf Höhe 8. Wir müssen auf Höhe. Ach, hier sind so viele Erze. Ich sag ja, diese Mod ist einfach nur zum Erze sammeln, aber das ist eigentlich auch richtig geil. Boah. So viel schon haben wir. So viel haben wir schon. Na gut. Wir haben 2 Zinn, 16 Aluminium. 16 Aluminium! Alter, wir brauchen für 6 Kabel, also quasi für 6 Maschinen oder sowas, brauchen wir 3 Aluminium. Aber ich glaube, ich mache die dicken Kabel. Das heißt, die können mehr Strom leiten, nämlich dickere Kabel. Es gibt nämlich Kabel, das kleine und das schwere.
Das kleine schafft 200,0 Kiloamperes und die großen schaffen 400,0 Kiloamperes. Und das ist halt viel besser gemacht. Du brauchst nur drei, um ein großes herzustellen, brauchst du ein kleines. Also du brauchst für sechs kleine, also du kriegst sechs kleine auf einmal raus, brauchst du, lass mich nicht lügen, drei Aluminiumbarren, also das müssen wir auch nochmal schmelzen, drei Aluminiumbarren und sechs Wolle. Das sind dann die kleinen Kabel. Und mit einer Wolle, einem Aluminiumbarren und einem kleinen Kabel kriegst du ein schweres Kabel. Also es kann schon mehr transportieren. Das ist sehr, sehr wichtig, weil am Ende werden wir zwar mehrere Solarzellen haben und deswegen brauchen wir auch, ich glaube, Solarzellen, um die herzustellen. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch Redstone. Wir brauchen Redstone und, was brauchen wir noch, ganz wichtig, Silikon, Redstone, Diamanten. Also brauchen wir eigentlich alle Erze, die es gibt. Eigentlich. Erstmal brauchen wir Silikon. Also eigentlich, das sind eigentlich alle schon Erze, die es eigentlich schon gibt. Wir brauchen, die benötigen die gerade alle, außer Kupfer. Die brauchen wir gerade nicht, aber die. Diamanten! Gar nicht mal so wenig. Wir brauchen ein Diamant für irgendwie ein Dingsgerät, um die nächste Maschine zu bauen. Oh, ich höre Lava. Ich höre Lava. Ich will jetzt trotzdem nicht das Keep Inventory anmachen. Ich bin ein sehr tapferer Mann. Oh, ich habe aber trotzdem schon Schiss. Was will jetzt daran krepieren? Das ist Aluminium. Wenn es irgendwie heller. Oh, ich muss aufpassen. Wegen der Lava. Zehn Diamanten. Alter, ich finde, ich glaube, das ist die vierte Folge, ne? Vierte? Fünfte? Weiß ich nicht. Einfach mega geil. Höhe. Wir bleiben auf noch Höhe für Höhe 9. Wenn wir auf Höhe 9 sind, sehen wir auch Diamanten auf Höhe 10. Also macht keinen Unterschied, ob wir auf Höhe 10 oder 9 sind. Wir kriegen sehr viel Lapislazulis. Auch sehr positiv, nur wir brauchen nicht so viel Lapislazuli wie Diamanten und Redstone. Wir haben noch keinen Redstone, wir brauchen Redstone. Sechs Eisen, das ist unglaublich. Wir haben Kupfer. Wir finden alle Erze, die es in Galacticraft gibt, außer Silikon. Und finden kein Eisen, keine Kohle, außer jetzt. Wir finden die ganze Zeit nur Kupfer, Zinn und Aluminium. Was auf jeden Fall natürlich sehr, sehr positiv ist. Okay, wir brauchen Aluminium jetzt eigentlich am stärksten. Wir haben 10 Diamanten. Das ist schon mal das Wichtigste, was wir brauchen, sind Diamanten. Ich werde die Diamanten nicht für Rüstung ausgeben, weil es noch Stahl gibt. Und Stahl ist besser als Diamanten. Und weil wir Stahl aus Kohle und Eisen machen, also wie in echt auch, in einem speziellen Ofen. Und ich habe Gold gefunden. Ja, Gold brauchen wir in der Mod nicht. Höhe 6, der Grundgestein kommt. Was war das gerade nochmal sagen? Weiß ich nicht mehr. Das war jetzt alles Aluminium. 25 Aluminium. Also wir brauchen mehr. Wir brauchen total viel. Wir brauchen mehr. Vier Stacks oder sowas. Naja. Nicht so schlimm, Leute. Haben schon Schlimmeres erlebt.
sehen wir das Positive heute ist, dass wir 10 Diamanten haben. Das ist mega geil, dass wir jetzt schon direkt schon 10 Diamanten haben. Das ist Aluminium. Wir finden ja auch nur Aluminium, wir finden gar keinen Zinn. Aluminium ist eigentlich total selten. Genauso selten, ja, nicht so genauso wie Diamanten. Aber es ist schon selten, aber auch nicht sehr stark. Aber trotzdem, das wundert mich total. Wie viel Aluminium es doch gibt. Wie viel? Also, das ist schon echt heftig. So. Bewegen uns immer. Oh. Ja, jetzt, ab jetzt sollte ich mir, glaube ich, mal eine Schaufel machen. Außerdem, mein Inventar wird voller. So. Oh, ich bin so doof. Ich hätte mir jetzt auch direkt eine neue Spitzhacke machen können. Mal noch eine. Muss nicht die ganze Enchanting Table rausholen. Ah, hier ist ja Eisen. Na, hätte ich jetzt übersehen. 1, 2, 3, 4. Ja, kriegen wir nochmal ein bisschen Kies. Für mega geil, dass wir jetzt schon 10 Diamanten haben. Und das habe ich jetzt schon 10.000 Mal gesagt. Höhe 9, das ist perfekt. Ich spiele gar total flüssig. Ich spiele total flüssig. Ich weiß nicht, wie es in der Aufnahme aussieht. Ich müsste mir mal so eine Stoppuhr oder so anlegen. Deswegen dann werde ich nicht immer unterbrochen. Nicht immer gucken, wie lange das jetzt geht. Weil ich schneide zwar sehr oft, aber da habe ich nicht meistens Bock drauf. Und dann schneide ich immer irgendwie. Ach ja, was mache ich denn? Sag ich denn da? Ich gebe immer bei meinem Aufnahmeprogramm immer ein, wie lange die Folge gehen soll. Das ist jetzt Zinn. Weil Zinn kann man mit Stein abbauen. Und ich höre Lava. Hey! Ein Block weiter. Hier ist die Lava. Nein! Alter. Ein verdammter Kackkies. Ich schau mal, dass ich um den Kies drumherum komme. Was mache ich denn hier? Ich kann nur einfach in die andere Richtung bohren. So schlimm ist es ja nicht. Höhe 9. Ja, was gibt's noch für Themen? Was lässt sich ansprechen? Ja. Ich bräuchte eigentlich mal so Sachen wie, ich könnte eigentlich mal in die Kommentare schreiben, was für Themen ich besprechen soll. Weil ich habe mir jetzt keiner auf Vorrat gelegt und. Redstone! Mir fallen noch nicht so oft welche ein.
Alter. Redstone können wir nur mit Eisen abbauen. Ich mag Redstone auch als Erz sehr gut, weil die ja leuchten. Das finde ich sehr, sehr positiv.